Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marine Stewardship Council, abgekürzt MSC, ist eine unabhängige gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft der Fischbestände und eine gesunde Meeresumwelt langfristig zu sichern. Zu diesem Zweck ist ein Umweltsiegel, das MSC-Label, geschaffen worden. Fischereiunternehmen können sich auf freiwilliger Basis vom MSC zertifizieren, wenn sie beweisen, dass nur so viel gefischt wird, wie wieder nachwächst und dass dabei das marine Ökosystem nicht geschädigt wird. Dass die Produkte aus nachhaltiger Fischerei auch nachhaltig in Erinnerung bleiben, beweist ein bisschen später wie gewohnt der Armin Amrain mit einem feinen Rezept. Eine Lachs-Crevettensuppe mit Gemüse. Grüezi miteinander. Zu diesem Rezept kommen wir dann ein bisschen später. Bei uns im Studio darf ich jetzt jemanden begrüßen, der sich gut auf Schnee und Eis bewegt. Herzlich willkommen, Michael von Grüningen. Guten Abend. Guten Abend. Michael, Sie sind ja wie erwartet Weltmeister im Riesenslalom geworden. Herzliche Gratulation. Merci, ja. Gut, gerade ganz so erwartet war es vielleicht nicht. Also, es hat auch gewisse Sachen gebraucht dazu. Also, es hat der Tag müssen stimmen, das Material und so. Es hat einfach alles zusammengepasst, ja. Die Skisaison ist jetzt bekanntlich zu Ende. Wie sieht denn Ihr Programm im Sommer aus? Ja, gut, im Sommer mache ich natürlich Ferien und warte, bis das erste Mal wieder schneit. Nein, ist nicht ganz so. Also ja, sehr viel Training natürlich, Skitests und dann habe ich auch sehr viele Sponsoren, Anlässe, unter anderem von meinem persönlichen Sponsor Aquanova oder auch von den anderen Firmen, die im Team sponsern. Sie gehen jetzt gerade zum Armin in die Küche, zu einem feinen Fischrezept. Zuerst haben wir hier oben noch die Wettbewerbsfrage für unsere Zuschauer im Studio. Woher kommt der Wildlachs, der heute im Rezept verwendet wird? Aus Alaska, Grönland oder Norwegen? Lachs und Krevetten lassen antauen. Hoi Mike. Hoi Armin. Dann Rüebli, Stangensellerie, Frühlingszwiebeln, Fenkel und ein halbe Peperoncino in ganz feine Streifen schneiden. Ein Stück Ingwer schälen und in dünne Scheiben schneiden. Dann einen Löffel Anke in einer grossen Pfanne erhitzen und das Gemüse kurz andämpfen. Mit Wasser ablöschen. Bouillonwürfel, Ingwer und Kokosnussmilch dazugeben. Alles 8 bis 10 Minuten leicht köcheln. Während der Armin und der Michael sich um die Lachssuppe kümmern, habe ich für Sie noch ein paar weitere Informationen zum Fisch mit MSC-Label. Coop hat zu den ersten in der Schweiz gehört, die Produkte aus nachhaltiger Fischerei verkauft hat. Das Sortiment ist im Moment noch relativ bescheiden, wird aber laufend ausgebaut. Neben einem marinierten Wildlachs aus der Tiefkühlabteilung bekommen Sie bei uns auch im Offenverkauf marinierten und geräucherten Wildlachs aus MSC-Fischerei. Mit der Zeit sollten Sie in unseren Läden natürlich nur noch Fisch aus MSC-zertifizierten Fischgründen vorfinden. Auch unsere Kinder möchten ja später noch einmal Fisch essen können. Wir werfen jetzt einen Blick aufs Rezept, das dürfte jetzt nämlich langsam fertig sein. Lang geht es tatsächlich nicht mehr. Den angetauten Lachs in 2 cm grosse Stücke schneiden, Krevetten 2 bis 3 Mal durchschneiden und in der Suppe ein paar Minuten ziehen. Sojasprossen und Lattichstreifen dazu tun und mit Safran, Salz und Pfeffer abschmecken. Ja. Dann mit Knoblauch-Mayonnaise und getoastetem Weissbrot servieren. Auch das Rezept steht wie immer in der Coop-Zeitung. Und ich wünsche schon jetzt viel Vergnügen beim Ausprobieren. Dann kommen wir jetzt zur Auflösung des Wettbewerbs. Der MSC-Lachs, den wir im Rezept gebraucht haben, kommt natürlich aus Alaska. Michael, darf ich Sie bitten, ein gelbes Kärtchen zu ziehen? Ein Nachtessen auf dem Bürgerstock im Restaurant Le Club hat gewonnen, der Tleis Einmann. Herzliche Gratulation. Dankeschön. Haben wir hier noch Ihren Preis? Viel Vergnügen im Restaurant Le Club. Danke vielmals, merci. Merci. Vielen Dank allen fürs Mitmachen und natürlich ganz besonders Ihnen, Michael von Grüningen, mit dieser Aufmerksamkeit von unserer Blumenabteilung. Vielen Dank fürs Kommen. Auch Sie daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können heute wieder gewinnen im Supercard-Spiel mit folgenden Sponsoren: Maggi Streubouillon, Pesto à la Calabrese von Barilla, Coop Naturaplan Glacé Vanille oder Schokolade, Limonina Zitronensaft und WC-Ente Deogel Fruity Green. Und das ist der Superpreis.
Ein Skoda Fabia im Wert von 18.820 Franken. Dazu gibt es 100 mal 10.000 Superpunkte für die Superprämie. Das Mitmachen lohnt sich also. Das war es für heute. In einer Woche stellen wir Ihnen unter anderem einen griechischen Käse vor, der seit einiger Zeit auch bei uns in der Schweiz hergestellt wird. Wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.